Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpäckchen für dich und zwar haben die liebe Vanessa vom Kanal Mrs. Rosa Roth und ich ein Tauschpaket gemacht. Das habe ich hier, hast du wahrscheinlich auch schon im Thumbnail begutachten können. Es ist so schön, ich freue mich schon richtig drauf und wenn auch du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Vanessa ist eine wundervolle Frau. Das ist so das Curly Girl hier bei uns auf YouTube und sie ist einfach, ach Mensch, sie ist ein richtiger Herzensmensch, die halt auch einfach so aus der Seele spricht. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie macht schöne Schminkvideos, Tutorials, testet Produkte, zeigt uns ihre DM-Hauls, zeigt dann auch, wie sie die Produkte in ihrem Gesicht verwendet und ich finde es total schön. Sie hat den Make-up-Montag, wo sie jeden Montag sich dann mit uns zusammen schminkt. Ich liebe es. Ich liebe es auch, dass die Videos etwas länger sind. So kann ich sie quasi, wenn ich Wäsche falte, nebenher laufen lassen oder wenn ich duschen bin, dann stelle ich mir mein Handy hin und dann kann ich Vanessa dabei zuschauen und zuhören, was sie so treibt und sie erzählt dann auch immer so ein bisschen aus ihrem Leben, was so bei ihr so gerade passiert und was so abgeht. Das finde ich so spannend und so cool und deswegen, eine richtig coole Frau. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich habe sie hier eben verlinkt. Ich habe sie in der Infobox verlinkt. Ich werde sie am Ende verlinken. Wirklich eine empfehlenswerte Person. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Ja, meine ich auch so. Aber bitte erst nach diesem Video, ja. Wäre voll gut. Ja, und die Madeleine ist eine Lady, die es auch auf Instagram gibt. Ihren Kanal verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Also ihren ihren Instagram-Account, genau. Die stellt auch selber Schmuck her. Und die hatte eigentlich an die Vanessa und an mich jeweils ein Päckchen geschickt, wo ihr Schmuck drin ist, den wir quasi einmal austesten können, den wir tragen können, wenn wir möchten. Und leider hat sie die beiden Päckchen vertauscht. Aber Vanessa und ich haben ja schon mal ein Tauschpaket gemacht und dann haben wir gesagt, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir das Ganze mit dem so verbinden, weil wir ja sowieso von A nach B Pakete schicken werden. Also packen wir ein bisschen was mit dabei. Und dann haben wir uns überlegt, für 25 Euro packen wir der anderen noch was mit dabei, was wir ihr für 2020 wünschen. So, ja, ne? Fand ich ganz cool. Und hier ist das Paket von Vanessa. Und was ich ihr geschickt habe, verlinke ich dir, glaube ich, auch am Ende dieses Videos und in der Infobox und eigentlich überall. Schau auch mal vorbei, was ich ihr geschickt habe. Und jetzt habe ich schon fast 3 Minuten gequatscht und wir legen jetzt endlich mal los. So, als erstes sehe ich eine Karte. Da ist ein Einhorn drauf. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Glitzer. Ah! Ja, spiegelt doch so ein bisschen meine Mentalität wieder, ne? Ich sehe manchmal alles ein bisschen zu rosa, ein bisschen zu pinky, ein bisschen zu unrealistisch? Ich weiß es nicht. Manchmal muss man doch auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt werden. Aber da passt diese Karte sehr gut. Danke, Vanessa. Ich gucke mal, was draufsteht. Hallöchen, Claudi. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr ein Tauschpaket machen. Chillig in 2020. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein paar passende Schätze für dich zusammenzustellen. Ich habe auch ein paar Dinge aus meiner Schmiede, ja, das habe ich mir gewünscht, aus ihrer Hexenküche. Yay, die macht nämlich selber Produkte, das ist großartig, echt. Mit reingelegt, wie du es dir gewünscht hast. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Es ist so schön, dich zu kennen. Och, deine Vanessa. Danke, liebe Vanessa. Es ist auch sehr schön, dich zu kennen. Ja, YouTube verbindet. Ich finde das wirklich cool. Hätte ich nie mit gerechnet, dass ich so coole Leute hier treffe, die vor allem auch die gleiche Leidenschaft wie ich teilen. Das ist sehr, sehr geil. Erstmal vielen Dank für die Karte. Ja, ne? Und dann gucken wir mal, wie wir uns so in 2020 reinchillen können. Und dann fange ich mal mit dem hier an. Oh, guck mal, du hast hier als Geschenkpapier erstmal so ganz viele Kleeblättchen drauf und Marienkäfer und ein Ferrero-Küsschen. Ich liebe Ferrero-Küsschen, ernsthaft, ne? Die werde ich jetzt nicht alle essen, weil das hast du ja wirklich auf jedes Paket draufgeklebt, du Verrückte. Dann kann ich mich hier gleich kugeln. Nein, ich werde gleich ein vernünftiges Abendbrot zu mir nehmen. Gucken wir mal, was hier das Schleifchen verbirgt. Oh ja. Ein Tee von Puka Relax Bio-Kräutertee Friedvolle Fusion aus Kamille, Fenchel und Eibischwurzel. Das finde ich interessant. Oh, das riecht wirklich angenehm. Ja, es riecht halt nicht nach diesem klassischen Kamille-Werd-wieder-gesund-Tee, sondern halt so ein bisschen
wirklich nach Relax. Und Relax-Tees habe ich jetzt sehr viel. Jeden Abend trinke ich einen innere Ruhe-Tee von Teekanne oder einen Relax-Tee von, keine Ahnung, woher ich den habe. Da steht Relax drauf oder ne, irgendwie sowas in der Balance von Mivolis, heißt das, glaube ich, mittlerweile. Und nicht mehr das gesunde Plus. Richtig lecker und richtig gut so zum Runterkommen. Richtig geil. Der riecht auch so gut. Der wird dann demnächst abendlich getrunken. Und Fenchel kann ich jetzt auch gerade gut gebrauchen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Bauchweh. Ja, und Fenchel ist ja gut für Magen und so, ne? Für Bauchweh, gegen Bauchweh. Hier habe ich das nächste. Hat die da was draufgeschrieben? Oh, nein, das habe ich nicht. Oh, nein. Relax, Baby, hat sie hier draufgeschrieben. Ne? Richtig cool. Und hier hat sie draufgeschrieben, Shine, Baby, Shine. Okay. Ich stehe auf Pinseln, das schon mal vorab. Und das ist ein von Rival de Lupiang. Oh ja, so ein Glitzerpinsel, Glitterboom. Guck mal, da kommt Glitzer. Das ist ein Blendepinsel. Oh, geil. Oh ja. Oh, wie ich das feier. Oh, wie ich das feier. Richtig schön. Hihi, danke schön. Und das hier ist von Essence Crystal Dreams, ein Luminizer. Ich glaube, das kommt aus der aktuellen, oder kam aus dieser Crystal LE. Habe ich mir, glaube ich, gar nichts von geholt. Frozen Shine. Das ist dieser wunderschöne cremige Luminizer, erzeugt einen dezenten, natürlichen Glow auf der Haut und verleiht einen leichten, irisierenden Schimmereffekt. Unter der Foundation auftragen oder ihn mit der Foundation mischen. Okay, dann ist das so eine Art Primer-Ersatz vielleicht. Das finde ich interessant. Ist noch zu. Klar, ist noch zu. Oh, das kommt hier in so einer Perlmuttfarbe raus. Pearly. Oh, das sieht schön aus. Und hast du so einen richtig schönen pearly Shine auf der Haut. Ne? Das sieht gut aus. Oh, der riecht auch angenehm. Oh, da freue ich mich drauf. Dankeschön. Das ist cool. Boah, das ist so viel hier drin. Das ist ja echt Wahnsinn. Hier steht für gemütliche Stunden. Das ist eine Kerze. Das riecht nach einer Kerze. Oh, die riecht so gut. Von Domol, die Duftkerze Perfume and Style mit White Cotton. Boah, das riecht so gut. Das riecht nach richtig geil frisch gewaschener Wäsche. Oh, Gottchen. Und da ich aktuell ja kein... voll auf Entzug, Leute. Ich benutze aktuell ja keinen Weichspüler und kein Waschmittel, weil ich ja diese Bälle mir gekauft habe, wo du ja, das ist ja irgendwie mit so einer Aktivkohle-Ionen-Verbindung schlank mich tot Geschichte. Und seitdem habe ich halt nicht mehr wirklich diesen frische Wäscheduft quasi gehabt. Also, dass ich quasi nicht mehr dieses, wenn du Wäsche aufhängst oder, ne, dass du diesen, eigentlich ist es ja Weichspüler-Duft hast, aber jetzt habe ich den als Kerze. Boah. Ich bin gerade voll der Suchti, ey. Ich liebe diesen Duft. Das ist das Einzige, was ich halt daran auszusetzen habe, an diesen Wäschebällen, ne? Und was ich quasi vermisse, weil ich den Duft so gerne mag. Das ist wirklich sehr lieb, Dankeschön. Und hier habe ich das nächste für deine lange Mähne. Ja, so soll man meinen. Meine Mähne ist in der Theorie recht lang, wenn ich sie nicht gerade zu einem Bommel gebändigt habe. Das scheint dann wohl irgendwie eine Haarkur oder sowas zu sein von der Verpackung her. Oh ja, da habe ich auch gerade das Shampoo zu. Richtig passend. Ich hatte letztens in einer Beautybox die Pure 97 Enzian und Quellwasser Haarkur drin. Und ich benutze aktuell die Spülung davon. Und jetzt hat sie mir passend zu meinem aktuellen Shampoo, was unter der Dusche steht, Winter Protect von Balea, den Haarbalsam mit reingepackt. Das finde ich noch besser. Den hatte ich, glaube ich, hatte ich den letztes Jahr? Ich weiß es nicht. Da ist ein riesenlanger Tesafilmstreifen drum zu. Aber ich mag den Duft auch so gerne. Also das kann ich euch auch wirklich jetzt schon mal, bevor das Aufgebraucht-Video irgendwie ist, weil das ist ja noch gar nicht aufgebraucht, empfehlen. Ne? Also das Shampoo hat mir richtig gut gefallen. Ich finde diese Winter Protect-Reihe sowieso immer sehr, sehr angenehm. Das heißt, auch hier wird mir der Haarbalsam richtig gut gefallen. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass ich das mögen werde. Boah, das riecht auch so schön, ne? Oh, danke. Wow. Diese Düfte gerade, ne? Das chillt mich gerade volle Suppe. Weil ich, ne, habe mich eigentlich hier heute hingesetzt und
keine Ahnung, ich hatte halt ein bisschen Bauchweh schon den ganzen Tag über. Da habe ich gedacht, komm, nee, jetzt schminkst du dich erstmal so ein bisschen runterkommen, Me-Time, vielleicht drehst du noch ein Video. Ja, dann habe ich jetzt hier das Video angefangen zu drehen und dann habe ich diese geilen Sachen, die mich einfach gerade so glücklich machen und so chillen. Also mega geil, also das war die richtige Entscheidung, liebe Vanessa. Mega. Pflegeformel mit Keratin und Shea-Butter. Oha. Stark durch den Winter. Das könnte so ein Rotkäppchensaft oder sowas sein. Das könnte ich mir vorstellen. Hm? Irgendwie sowas Immunisierendes? Ja. Wie geil du einfach bist, ne? Alter, hast du eigentlich danach noch irgendwie Tesafilm bei dir zu Hause gehabt? Das ist ja der Wahnsinn hier. Vanessa, echt, bist du geil. Ja, es ist tatsächlich von Rotbäckchen immunstark mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Richtig klasse. Ich mag das auch tatsächlich. Das schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Hatte ich mal in so einer Apothekenbox auch mit drin. Ja, ist echt klasse. Was ich auch sehr gerne nehme, ist von Rossmann diese Immunkur. Das ist so eine 7-Tage-Immunkur, finde ich auch richtig toll. So gerade im Winter, ne? Das tut mir einfach gut. Ich bin auch so gut wie nie krank, toi toi toi. Ne, jetzt so zwischen den Feiertagen, es war einfach alles ein bisschen zu viel, da kam der Stress auch noch mit dabei und dann bin ich halt irgendwie krank geworden. Aber ansonsten, wenn ich solche Produkte nehme oder halt auch diese Immunkur, die 7-Tage-Kur von Alter Pharma oder so, ne, genau, von dieser Eigenmarke von Rossmann, mega geil. Und das wird sich morgen gegönnt. Mehrfruchtsaft mit Zink und Vitamin C Direktsaft. Ja, so gut, ne? Ja. Ich fand den so süß. Hat sie hier drauf geschrieben. Oh, das ist bestimmt von der Form her ein Nivea-Produkt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich hier drin verbirgt, weil das hatte ich, glaube ich, im Adventskalender drin, die Cremedusche mit dem Pinguin drauf. Nur den so süß fandest. Hä? Gott, ich kenne mich viel zu gut in der Drogerie aus. Es hört sich so an, als würde ich meinen ganzen Tag dort verbringen. Nee, nee, Leute, ich gehe ja schon arbeiten, ne? Aber. Ich habe halt echt irgendwie, weiß ich nicht, ich merke mir Dinge, vor allem Dinge, die ich toll finde. Oh Mann, wie geil. Ja, das ist die Pflegedusche Baby It's Cold Outside mit dem Duft von wohltuendem Kakao. Das ist von Nivea, genau das, was ich dachte. Richtig geil, ne? Also manche Verpackungsdesigns oder Verpackungsgrößen, die erfüllst du auch wirklich direkt. Das ist so unfassbar cool. Und das riecht so geil. Boah. Hat auch wieder diesen sanften Duft, ne? Richtig cool. Dankeschön. Boah, zusammen mit dieser Haarkur dann, ne? Und dann mit dem Shampoo, was ich noch unter der Dusche habe. Und dann chillt man sich da volle Suppe. Und dann die Kerze anmachen. Danach gibt's einen Tee. So, hier steht drauf, für ein bisschen Me-Time. Das ist ein Herzchen. Guck mal. Ganz viele Herzchen drauf. Also, da haben wir einmal von Isana Kuscheleinheit wohltuende Badekristalle mit Honigduft. Oh, das riecht auch so gut. Das benutze ich gerne als Fußbad, weil ich habe ja keine Badewanne hier, die ist ja oben. Boah, das riecht auch richtig geil nach Honig, ne? Das teile ich mir halt ein bisschen auf und dann als Fußbad. Dankeschön. Kleine Auszeit, wohltuendes Badeerlebnis mit Kokos- und Vanilleduft und mit Bambusextrakt. Das ist hier dieses hier. Auch das fürs Fußbad definitiv, ne? Da macht man sich die Füße schön. Boah, der Vanilleduft kommt richtig gut raus. Von Yin Yu Cucumber Sheet Mask Ultra Soothie Korean Super Beauty Fiber Mask. Geil, eine Gesichtsmaske aus Korea. Finde ich cool. Da habe ich jetzt durch die liebe Franka herausgefunden, dass koreanische Produkte ja auch tierversuchsfrei sind, weil Tierversuche in Korea verboten sind. Das heißt, sowas verwendet man dann einfach nochmal mit einem etwas besseren Gewissen, ne? Finde ich richtig geil, weil die schreiben das jetzt hier nicht extra drauf, dass es ohne Tierversuch ist oder so. Es ist einfach selbstverständlich für die. Deswegen, richtig geil. Das werde ich mit Freude benutzen. Und das hier ist auch von Yin Yu. Ginseng and Eucalyptus Under Eye Mask. Wide Awake. Ach, guck mal, das sind so untere Augen-Patches. Auch wieder, ne, von dieser koreanischen Marke. Mega geil, damit kannst du dann einfach, wenn du einen heftigen Tag hattest oder eine heftige Nacht, einfach mal alles wegradieren und dann siehst du wieder refreshed aus. Also richtig geil. Glückssterne. Etwas aus meiner Schmiede. Du sagst deine Schmiede, ich sag deine Hexenküche, okay?
Ich finde es so geil. Da bin ich ja echt gespannt, ne? Sie hat ja dieses, also sie hat mittlerweile, was hat sie denn alles gemacht? Sie hat, ich glaube, Body Scrub, Gesichtspeeling. Ich glaube, da gab es heute ein Video, das muss ich mir gleich noch angucken. Dann hat sie diesen Primer von Becker. Den möchte sie ja quasi versuchen nachzubauen. Vielleicht hat sie mir davon eine Kostprobe geschickt. Das fände ich richtig geil. Dann hat sie für ihre Locken das Welly Jelly, heißt das so? Ich glaube schon, ne? Welly Jelly hat sie nachgebaut. Ein Fixing Spray hat sie auch nachgebaut. Da kommen jetzt ja immer sukzessive die ganzen Tutorials oder die ganzen DIY-Videos dazu online, wo sie dann halt sagt, wie sie das gemacht hat. Finde ich ultra cool. Ich habe hier schon ein paar Kostproben. Oh, das ist ja super. Was ist das? Das ist einmal Zitruswunder. Zitruswunder? Da musst du mir sagen, wofür das genau ist. Also ist Zitruswunder. Oh, und brauchst du vielleicht noch solche leeren Fläschchen? Vielleicht kann ich auch mal dann meine leeren Fläschchen aufbewahren. Dann kannst du das vielleicht auch für dich dann verwenden, ne? Dass du dann auch neue Produkte reinmachen kannst. Ich weiß nicht, ist es jetzt für die Haare oder ist es für die Haut? Ich gebe das jetzt hier auf meine Haut. Meine Haut findet das eigentlich gerade ganz gut, ne? Cool. Klär mich auf jeden Fall auf. Und dann hat sie hier die Fixe Trixie. Das ist das Fixing Spray, von dem sie gesprochen hat. Das finde ich auch super interessant. Da bin ich auch schütteln. Ich weiß übrigens, was das für eine Verpackung ist, ne? Das ist, glaube ich, von dem Alverde Fixing Spray. Und dann... Huch! Mm. Oh, das riecht aber angenehm. Oh, das tut gut. Ne? Richtig geil. Das wird auch von mir jetzt die nächsten Wochen verwendet. So lang, wie ich es habe. Und dann brauche ich auf jeden Fall wieder Nachschub. Dankeschön. Oh ja, oh ja, oh ja. Entspannen ohne Zusatzstoffe. Ich glaube, das ist tatsächlich richtig geil. Ich glaube, das ist das Body Scrub, von dem sie gesprochen hat. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das auf Salz oder auf Zuckerbasis ist. Und das wird auf jeden Fall von mir verwendet. Und das ist einfach pink, oder? Ist das nicht geil? Richtig geil. Riecht so cremig. Oh, da muss ich sie mal fragen. Dankeschön. Oder ist das ein Badesalz? Das musst du mir mal schreiben. Okay, dann habe ich hier das nächste mit Liebe gemacht. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich das Scrub. Weil das hier sieht nach einem Scrub aus und fühlt sich auch so ein bisschen ölig von außen tatsächlich an. Und es ist noch richtig zugemacht und so, ne? Da denke ich, dass das das Scrub ist. Oh, das ist, glaube ich, auf Zuckerbasis, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das jetzt aufmache, dann sauge ich alles zu. Ein bisschen ausgelaufen. Deswegen, das mache ich in Ruhe dann mal, weil das ist wirklich, ne, ich habe es leider so ein bisschen an den Fingern. Cool, danke schön. Mit Liebe gemacht vor allem, ne? Wenn einer was mit Liebe macht, dann die liebe Vanessa. Weil Vanessa ist ein sehr liebevoller Mensch. So. Ja, hier ist ein bisschen Öl dran gekommen, aber ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Für kalte Tage hat sie hingeschrieben. Oh ja. Oh, bist du geil. Bist du geil? Das ist eine Fußwohl im Strumpf-Fußmaske einfach anziehen und relaxen mit Shea-Butter, Aloe Vera. Da muss ich immer an sie denken. Sie liebt Aloe Vera. Und Macadamia-Nussöl. Richtig geil. Das ist für ganz sanfte Füße. Und hier hat sie Socken mit reingepackt. Das ist ja voll geil. Voll Frotti-Socken in der Größe 39 bis 42. Ich habe die Größe 41, deswegen passt das tatsächlich. Richtig geil. Aber ich glaube, Vanessa und ich, wir leben beide auf großem Fuß. Oh, die fühlen sich so schön warm an. Guck mal. Die sind geil, oder? Das sind so richtige... Oh, ich chill mich auf die... Oh, von innen, Baby, Leute, ernsthaft. Ne? Richtig schön warm. Ich chill mich so auf die Couch vorm Kamin. Von drinnen richtig muckelwarm. Mega geil. Vielen, vielen Dank. So, und hier haben wir etwas. Das ist das Produkt, weswegen wir eigentlich das Tauschpaket gemacht haben. Oder was uns quasi den Anstoß gegeben hat. Das ist nämlich von der lieben Madeleine Pisula. Und ja, das mache ich mal auf. Okay, da ist erstmal eine Karte drin. Aloha, liebe Claudia. Ich habe dir mal ein paar süße Grüße aus der Wunschfabrik geschickt. Von mir bekommst du ein Glaspinguin auf Goldfuß. Alle 16K Rose Gold Anhänger. Ach. Wow.
lässt sich auch mit Silber und Gold kombinieren. Dazu Ohrhänger mit 14 Karat Gold und Chalcedon Achat, Jaspis, Goldfluss, Mystik Quarz und Mondstein. Knapp 8 Cent. Hä? Und eine Feder mit Wunschstaub an einer 925 Sterling Silberkette. Viel Spaß mit den Schätzen. Liebe Grüße, Maddi von Wunschfabrik. Oh Mann, cool. Da hat sie auch noch hier so ein Pukka-Tee, Matcha Green mit reingelegt. Von Dresdner Essenz Schönheitsdusche Granatapfel. Und von L'Occitane Shampoo. Richtig cool. Mit 5 essentiellen Ölen. Und dann noch weitere Teesorten von Pukka. Und Strawberry Cheesecake, auch geil, ne? Gut, dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Sie hatte mir auch geschrieben, dass es natürlich auch möglich ist, dass sie zarteren Schmuck machen kann. Und ja, sie stellt es ja alles selber her. Wirklich je nachdem, was man halt haben möchte. Je nach Wunsch, den man äußert. Und hier haben wir schon mal die Kette. Oh, das ist schön. Da hast du hier unten eine Feder, richtig. Guck mal, das hat sie auch geschrieben, ne? Da ist eine Feder in dieser Glaskugel mit drin. Das gefällt mir richtig gut. Dann hast du auch Glitzer da mit drin. Kannst du wahrscheinlich erstmal schütteln. Geil. Wie so ein... Oh. Wie so eine Weihnachts... Wie heißen diese Kugeln? Schneekugeln oder so. Die Kette gefällt mir ehrlich gesagt auch richtig gut. Das ist schön. Die tue ich mir mal um. Ne? Sieht echt schick aus. Also die Kugel ist natürlich recht groß. Das ist eine richtige Statement-Kette, muss man halt wirklich so sagen. Aber wenn du halt so ein Oberteil anhast mit so einem Ausschnitt, macht sich das echt gut. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Ne? Das gefällt mir echt gut. Ja, auch die Kette so von der Art und Weise mag ich richtig gerne. Da muss ich nur immer aufpassen, dass meine Babyhärchen hier hinten sich nicht drin verfangen. Denn das kenne ich halt. Ne? Mit meinen langen Haaren habe ich da immer meine Probleme mit. Und dann hat sie auch wieder in so einem schönen Organza-Säckchen mir Ohrringe reingepackt und oh mein Gott, ich raste aus. Also das sind die Ohrringe in Rosé-Gold, da hast du die verschiedenen Steine mit dran. Natürlich, ne, du kannst das auch wirklich, na, ganz individuell kann man das gestalten, ne, dass du sagst, ich möchte jetzt vielleicht nur so einen Strang dran haben oder so, aber ich finde das echt schön. Das machen wir mal um. Also zum schlichten Pulli passt das auf jeden Fall. Doch, das gefällt mir. Ist ein bisschen sehr auffällig, ne? Und ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der Mensch, der viel auffälligen Schmuck trägt. Ich würde das wahrscheinlich entweder die Ohrringe oder eben die Kette tragen, ne? Weil ich denke, dass es so ansonsten vielleicht ein bisschen zu viel ist. Aber ich glaube, das hat sie auch so gedacht. Ich trage es jetzt nur alles mal zusammen. Und hier hat man dann noch, oder habe ich dann noch einen zusätzlichen Anhänger damit beigekriegt, den ich dann quasi an die Kette auch mit dran machen könnte. Oder an eine Tasche oder so. Und das ist einfach ein kleiner Pinguin. Ist der nicht niedlich? Oh mein Gott, ich bin schockverliebt. Der ist richtig süß. Also das ist klasse. Echt klasse. Schön, Mensch. Madeleine, Vanessa, ihr seid einfach geil. Ihr habt mich sehr, sehr glücklich gemacht und das sind einfach coole neue Sachen bei mir eingezogen. Die Ohrringe werde ich morgen direkt tragen. Da ziehe ich mir einen schönen weißen Pulli oder so zu an. So einen Kuschelpulli habe ich ja von Chiquelle. Und dann die Ohrringe dazu. Ich glaube, das kommt richtig gut. Und die Kette werde ich demnächst auch mal anziehen, wenn ich einen etwas tieferen Ausschnitt, so wie heute, trage. Hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, Vanessa, ich hoffe, dir gefällt das, was ich dir geschickt habe, mindestens genauso gut. Würde ich mich richtig drüber freuen. Und ich hoffe, dass auch euch dieses Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Joa, ne? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Vanessa vorbei und lasst ihr ganz, ganz viel Liebe von mir da. Das wäre total freundlich. Deswegen verlinke ich ihr auch... euch auch mal hier ihren Kanal und hier unten das Video, was ich ihr geschickt habe. Hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren und hier unten verlinke ich dir einfach mal meine Playlist mit den Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!